A power older than time has returned. Free from their imprisonment, ancient wizard kings come, seeking lost magics and new realms to conquer, turning all whom they encounter by choice or by force. Through strife, champions arise. New unities are founded. And powerful arcane knowledge unlocked. As gods and mortals clash, the forces unleashed will shape a new age of wonders. Hallo liebe Freunde, hier sind wir wieder bei Mike Spiel Irgendwas. Hier sind wir wieder bei was Neuen, und zwar Age of Wonders. Steht ja auch hier. Age of Wonders 4, Age of Wonders 3, schon 10 Jahre her, wird auch nicht jeder kennen. Ja, ist ein Runden-Strategiespiel mit sehr viel Fantasy und Magie. Man könnte es so ein bisschen als Mischung bezeichnen aus Civilization, Humankind und Heroes of Might and Magic, obwohl es im Gegensatz zu Heroes of Might and Magic, womit das immer sehr verglichen wird, sehr viel tiefgründiger ist und weitreichender von den Spielmechaniken. Man kann viel mehr machen. Da war eigentlich Heroes relativ oberflächlich. Hier kann man wirklich sehr viel machen. Das werdet ihr gleich noch sehen. Das kann dann auch ein bisschen erschlagen. Aber am Anfang, ja, da sollte man vielleicht eher kleine Brötchen backen, dann, bis man mal merkt, was alles so drin steckt in diesem Spiel. Das kann dann wirklich sehr viel Spaß machen. Ein bisschen wie so ein Grand Strategy Game, da muss man auch sehr viele lange Runden spielen, bis man mal überhaupt alle Spielmechaniken, die es gibt, verstanden hat. Bevor ich hier weiter labere, fangen wir mal einfach ein neues Spiel an, um euch das mal zu zeigen, was einen hier so erwartet. Also wir gehen auf jeden Fall um Reiche, die man gründen kann, mit in einem Fantasy-Reich, mit verschiedensten Fantasy-Figuren, Helden, die göttergleich dann ja, ihr eigenes Reich erobern. Teils kriegerisch, man kann es aber auch diplomatisch vorgehen. Mach einfach ein neues Spiel. Wodurch so ein magisches Portal schreit mir dann hindurch und wir glücken dann die neue Welt, die wir dann betreten werden. Entweder mit unserem Können oder Nicht-Können und mit friedlichem Spiel oder mit Bösartigkeit. Das können wir uns hier aussuchen. Wir können auch ein eigenes Reich gründen. Es gibt aber auch hier vorgefertigte Szenarien. Vor allem als Anfänger sollte man die sich erstmal anschauen, wenn man mit dieser Art Spiel noch gar nichts zu tun hatte oder erstmal einmal was gespielt hat und denken, hier ist vielleicht so einiges anders, weiß ich noch nicht so genau. Dafür hat man dann hier diese ersten Tutorial-Reiche, die man dann spielen kann. Die haben aber auch schon Tiefgang, also es ist nicht nur eine Karte, man hüpft von A nach B und das war's. Also es ist schon ein bisschen umfangreicher. Schwieriger ist dann zum Beispiel das hier, das Tote Reich, Stufe 3. Das hat dann schon einen höheren Schwierigkeitsgrad, also vor allem, wenn man hier anfängt, sollte man als allererstes Feld der Wiedergeburt zum Beispiel nehmen, das Initiationsreich. Das ist so das Erste, was man hier machen kann. Dann kommt hier das Storyreich. Da gibt es dann auch ein bisschen mehr, ja, Story auch ein bisschen mehr drin. Das ist hier nicht einfach nur blind gespielt. Hier gibt es auch Events, kleine Geschichten dazu. Wie gesagt, sehr umfangreich. Hier kann man auch Benutzer definieren, sein eigenes Reich eben erstellen. Bis ins kleinste Detail, mit welchem Volk und welche Bedingungen soll das haben. Es kann auch einfach zufällig generiert werden oder eben hier, das sind feste vorgegebene Karten, auf denen man dann spielt. Wir machen mal hier diese Felder der Wiedergeburt. Das ist so die allererste Karte. So, Felder der Wiedergeburt. Die zurückkehrenden Zauberkönige machten sich zuerst über kleine, ertragreiche und harmonische Reiche her, also wir, um ihre Fertigkeiten zu erproben. Wirst du ein Beschützer oder ein Invasor dieser wunderschönen Gebiete sein? So, hier haben wir dann so ein bisschen Informationen über das Land. Das ist aber jetzt eher erstmal unwichtig. Da ist noch nicht so wirklich viel. Hier kann man noch einen Schwierigkeitsgrad einstellen. Wenn man es sehr entspannt haben möchte, wenn man schon mal Strategiespiele oder überhaupt solche Rundenspiele schon mal gespielt hat. Oder ein bisschen heavy, wenn man sagen möchte, okay, ich möchte zwar Tutorial kennenlernen, aber ich kenne solche Art Spiele schon. Ich mache jetzt einfach mal normal.
Here, you have the unique ability to create your empire and the people living in it. Dein Reich beginnt hier. Ja, so, hier kann man sich verschiedene Völker dann aussuchen. Das Spiel ist komplett auch in Deutsch, nur die... Die sehen auch interessant aus. Die Stimmen sind halt leider immer in Englisch von den Beratern. Das nervt vielleicht hier und da mal ein bisschen. Da kann man auch ausschalten, weil ich finde immer ein bisschen blöd, diesen Mischmasch, die erzählt in Englisch. Da muss ich jetzt mal in Deutschland lesen, was sie meinen oder so. Das ist ein bisschen Quatsch. Aber gut, ist jetzt erstmal nicht so wichtig. So, was sehen wir dann jetzt hier? Das sind jetzt die ganzen Fraktionen, die es im Spiel gibt. Also das Volk, mit dem wir dann spielen können, dessen Held wir sind. Man sieht schon, das sind nicht nur vier, das ist ganz schön viel. Und ich denke mal, ist für jeden was dabei. Und wenn es einem nicht gefällt, kann man das auch noch nutzerdefiniert machen und sich ein komplett eigenes Volk mit allen positiven und negativen Eigenschaften zusammenstellen. Das ist allerdings ziemlich eine Frickelarbeit. Möchte ich mir jetzt hier erstmal ersparen, sondern erstmal schauen, was haben wir denn hier so alles. Also hier ist wirklich für jeden was dabei. Wenn man gerne möchte, kann man erstmal mit einem ganz normalen Menschen anfangen. Ich meine, der sieht zumindest aus. Ob der normal ist, ist eine andere Frage. Dann haben wir hier so Elfen. Die sehen auch optisch immer anders aus. Die Figuren können sich im Laufe des Spiels auch verändern, ebenso wie das Volk. Man kann hier durch bestimmte Zauberentwicklungen auch sein ganzes Volk auf anderes Aussehen, andere Stufen bringen und die sozusagen mutieren lassen. Das ist auch eine interessante Spielmechanik. Dann haben wir hier so Orks, kennt man ja auch. Zwerge mit ihrem kleinen Hämmerchen. Die hauen hier aber da ordentlich eine über die Rübe damit. Dann haben wir Katzenwesen, Halblinge. Immer einen großen Stock. Boshafte Nager, hat man meistens im Keller. Die unbeirrbaren Unken, also wer sich zu Fröschen hingezogen fühlt, kann sich hier mit vergnügen. Dann haben wir die aschegeborenen Hedonisten. Das ist immer ein bisschen kalt, aber okay. Mondelfen, Zwerge, hier gibt es also noch eine weitere Fraktion. Schattenwanderelfen, Tiefenbewohner, dann hat man hier aggressive Maulwürfe. Nun gut, ne, kennt man auch vom Garten. Knorrige Frostlinge und, mein Gott, bezaubernde Orks. Mehr oder weniger bezaubernd. Verfluchte Krötlinge, also die haben den falschen Teich erwischt. Grausame Todbringer. Hier hat man für jeden was dabei. Alle haben unterschiedliche Boni und Mali, verschiedene Eigenschaften. So, hier die Menschen, wenn man sich die auswählt. Hier kann man immer drüber hovern. Das ist auch sehr komfortabel im Spiel. Alles, was unterstrichen ist, kann man sich nochmal genau angucken. Der Crusader Kings kennt die aktuelle Version, der wird das auch kennen. Also die so ein bisschen Komfortfunktionen hat man sich da auch so ein bisschen abgeschaut. Es gibt zu allem irgendwelche Erklärungen, nochmal Erklärungen. Es gibt auch eine Wiki in dem Spiel, kann man sich auch nochmal durchlesen. Also wer gerne viel liest, kann sich auch alles hier durchlesen. Hier hat man dann sämtliche Tipps, die man so braucht. Also Alfred Elderstein hat so gewisse Affinitäten. Die können mehr oder weniger stark ausgeprägt sein. Das hat dann auch eine Auswirkung später auf die Reichsentwicklung. Weil zum Beispiel er sich zu Magie hingezogen wird, zu Pflanzen oder zu Ordnung. Je nachdem kann er dann später sein Reich anders ein bisschen ausbauen, wenn er dann verschiedene Boni dafür bekommt, mehr oder weniger schnell. Dann haben wir hier das Buch des Glaubens. Das ist dann erstmal so seine Grundzauber. Die Ordnungsaffinität hier bekommt. Er ist also eher mit Heilung und sowas unterwegs. Dann was für eine Eigenschaften seine Rasse hat, anpassungsmäßig. Er ist feudal, ist ein großer Baumeister. Das heißt, wir kriegen mehr Gold aus Steinbrüchen und haben weniger Kosten bei der Produktion und so weiter und so fort. Das gibt's dann. Jeder hatte so seine Spezialitäten hier. Im Grunde ist es schon ausgewogen, man kann eigentlich mit jedem spielen, das ist relativ wurscht, liegt nur eben daran, wo legt man eher Wert drauf. Am Anfang weiß man das eh nicht, deshalb würde ich einfach mal auswählen, was einem am besten gefällt und dann einfach mal schauen. Die sind schon so gemacht, dass man mit jedem hier spielen kann. Immer gibt es irgendein paar Vorteile, die was bringen, sind halt ein bisschen Gewohnheitssache. Hier haben wir zum Beispiel diese Löwenwesen, zum Beispiel gläubige Tigraner. Die bringen Stadtstabilität und Wissen. Die Thronstadt hat mehr Stabilität und bringt mehr Gold. Stadtstabilität ist halt wichtig für die Stadt, wie ruhig die Bewohner halt sind. Je größer die Städte hier werden, desto unruhiger können die Bewohner werden. Er baut auch schneller, ein großer Baumeister. Wir wählen den vielleicht einfach mal aus.
So, jetzt gehen wir durch das Portal ins Licht. Nein, wir gehen nicht ins Licht, aber wir gehen durch das Portal. Und dann bekommen wir unser erstes kleines Reich hier erstmal auf die Karte gedengelt. So, da sind wir schon mittendrin. Das ist jetzt hier unser Herrscher, Arik Rex. Also das sind wir dann sozusagen. Hier sieht man schon, ein neuer Herrscher tritt hervor. Erkunde deine Umgebung und erweitere dein Gebiet. Stelle dich an Rivalen und bringe dieses Reich unter deine Kontrolle. Deine Entscheidungen formen das neue Zeitalter der Wunder. So, hier sieht man auch schon mal so die ersten Werte, die er alle so hat. Das Buch des Eifers. Okay, das ist dann mit seinen Zaubern. Wir haben Ordnungsaffinität und Materiumaffinität. Das ist dann physische Magie. Am meisten fühlt er sich aber hier hingezogen der Ordnung. So, das werden wir später noch sehen, was das genau bedeutet. So, hier haben wir dann unsere Startmagie. Jeder kriegt am Anfang 2 oder 3 magische Eigenschaften direkt mit. Die werden meistens zufällig ausgewürfelt. Fanatiker, hier kann man also eine Kampfeinheit beschwören, die dann einfach auftaucht. Muss man natürlich dafür die entsprechenden Kosten auch haben. Und inneren Glanz erwecken. Das heißt, wenn man das zaubert im Kampf, dann werden Einheiten im Umkreis um den Helden herum erweckt. Das heißt, die werden gestärkt. Das kriegt man so schon mal mit. Und später kann man sich weitere Magie dazu erforschen. Das ist dieses Buch, was wir da eben gesehen haben. Hier haben wir eine kleine Minimap. Hier haben wir dann unseren Helden. Den können wir schon mal noch mal sehen, was der alles kann, wie der ist. Dieses Bildnis hier ist dann, wenn man hier so ein bisschen reingeht, auch unserem Helden entsprechend. Und wie er sich verändert, verändert sich das hier auch. Das ist immer ganz nice. Hier sieht man, in welcher Runde wir sind, welche Einstellungen wir momentan. Wir sind gut. Kann natürlich auch böse sein, je nachdem, was dann für einen Ruf hat gegenüber anderen Völkern. Jetzt haben wir hier direkt schon Gegner vor der Tür, okay. So, hier haben wir dann unser kleines Reich, wo wir dann starten. Können wir auch mal rauszoomen. Dann sehen wir mal auf der Karte, wo wir hier angesiedelt wurden. So, das macht der Computer dann zufällig. Man schmeißt einen dann hier irgendwo auf die Karte. So, ja, mir wäre so in der Ecke eigentlich mal lieber. Dann kann kein Gegner von hinten links und rechts kommen. Na ja, gut, direkt mit den Bergen im Rücken. Naja. So, sieht ganz nice aus, das Ganze, finde ich. Also auch sehr schön gestaltet und animiert hier. In Hunter-Fähnchen sieht man auch immer, welche Fraktion was ist. Also wir hier, die Violetten mit diesem, ja, Mondsymbol, das sind immer wir. Das hier zum Beispiel ist ein Gegner mit diesem Totenkopf. Der bewacht hier einen kleinen Schatz. Es gibt hier immer so Schätze, die man erobern kann. Die werden immer von Einheiten bewacht. You have selected one of your cities. Cities are... So, das ist eine NPC-Armee. Das steht hier auch immer drüber. Und hier sieht man dann, wie stark die ist. Hier sind 2 Einheiten also drin. Das ist einmal ein maulwurfsartiger Ritter. Stufe 2, also gar nicht mal so schwach. Und ein gestärkter Tigraner, okay. Auch Stufe 2. Auch gar nicht mal so simpel. Also gar nicht mal so leichte Gegner, muss man sagen. Aber schauen wir uns erstmal an, was wir hier eigentlich sehen. Hier haben wir, wie gesagt, unsere Karte. Das ist unsere Hauptstadt. Wir haben immer eine Hauptstadt mit drin. Hier kann man dann sehen, was in dieser Stadt so drin ist. Das ist einmal hier das Bild mit immer unser Statthalter, das ist bei der ersten Stadt natürlich unser Held, der das Ganze immer hier anführt. Wenn man später mehrere Städte hat, sind die erstmal leer, da hat man keinen Statthalter. Den muss man dann erstmal bekommen, durch kleine Events zum Beispiel oder Eroberungen. Da bekommt man weitere Helden dazu und denen kann man dann zuweisen, dass die Statthalter in Stadt X oder Y sind. Hier ist es jetzt natürlich unser Held hier. Dann sieht man hier so eine Übersicht, was diese Stadt alles für Werte hat. Die generiert also Nahrung, Produktion. Das heißt, je mehr Produktion, desto schneller können wir zum Beispiel Gebäude bauen. Je mehr Nahrung, desto schneller wächst unsere Bevölkerung und kann natürlich auch überhaupt ernährt werden. Dann haben wir Einberufungskosten. Das heißt, das brauchen wir, um neue Einheiten zu erstellen. Dann Gold, was wir hier an Einnahmen haben durch verschiedene Multiplikatoren, durch das Gebiet, durch Bauwerke, durch Goldminen oder sowas, die drumherum sind.
dann unser Mana, dann unser Wissen und hier unseren Imperiumswert. Da komme ich noch dazu. Hier sieht man natürlich nochmal unseren Helden, wenn hier einer drin ist. Ansonsten kann man hier nochmal sich das Volk angucken, was wir vergessen haben, zu wem man gehört. Bin ich nochmal eine Kröte? Nein. Hier sieht man auch die Stadtstabilität, die ist auch in Ordnung. Die sollte auch einigermaßen immer gut sein, sonst hat man nochmal Probleme mit seiner Stadt. Wäre schlecht, wenn die plötzlich die Seiten wechselt oder es Unruhen gibt. Hier sieht man dann, was mit Nahrungserzeugung zu tun hat. Hier kann man auch Einheiten dann rekrutieren, die kosten dann immer Geld und brauchen immer so, je nachdem, 3, 4, 5 Runden. Man hat immer am Anfang die gleichen Einheiten pro Volk. Einmal ein Späher, nennt sich immer wieder mal anders. Hier in diesem Volk heißt es Lichtsucher oder Lichtsucherin. Dann haben wir immer eine Nahkampfeinheit, das ist hier ein Morgenrot-Verteidiger. Und dann haben wir hier eine Fernkampfeinheit immer, das ist dann in diesem Fall hier ein Zwielichtjäger. Da sieht man dann auch nochmal, wenn man drüber hovert, was hat der für Eigenschaften. Also Bogenschießen, macht 10 Schaden damit, kostet 60 Gold und so weiter und so fort. Jetzt kann man sich dann alles da angucken. Dann kann man hier in der Stadt Dinge bauen. Zum Beispiel am Anfang erstmal sowas. Hier eine Bibliothek, Lagerhaus, eine Lichtschmiede. Hier sieht man auch anhand der Symbolen immer, was man damit zu rechnen hat. Hier, das hat was mit Mana zu tun, das macht mit Kämpfen. Das hier was mit Gold, das hier hat was mit Produktion zu tun. Da sieht man, wenn man drüber hovert, sieht man schon grob, ah, okay, das ist jetzt ein Gebäude, das hat da eine Auswirkung. Hier muss ich also nicht lange erstmal überlegen, sondern sehr auf den ersten Blick. Und dann kann ich drauf gehen und weiß, was ich damit machen kann. Hier sieht man dann auch, das kostet, wenn ich das jetzt bauen würde, 100 Gold. Erstmal dauert 8 Runden, bis es fertig ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel mehr Produktion hätte hier an dieser Stadt, würde das schneller gehen. Dafür ist dann die Produktion da. Hier sieht man auch die Auswirkungen, die diese Dinge haben. Zum Beispiel der Steinmetz. Der schaltet dann die Steinmetzhalle frei, wenn man ihn einmal gebaut hat. Der gibt uns Produktion, also wir können dann schneller bauen. Und das geht dann immer so weiter, das akkumuliert sich dann. Dann kommt das nächste und das nächste Gebäude und können dann also immer mehr Produktion generieren. Auch Einnahmen damit, man kann dann auch die Steuern damit erhöhen. Und schneller Farmen errichten und so weiter und so fort. Hier kann man sich dann aussuchen, was man möchte. Am Anfang zum Beispiel möchte ich lieber schnell forschen, dann würde ich die Bibliothek nehmen. Möchte ich schnell mit der Bevölkerung wachsen, dann nehme ich lieber das. Und möchte ich am Anfang die Produktion steigern oder möchte ich lieber Gold generieren, dann kann ich auch hier so einen Verkäufer, so eine Art Markt mir installieren. Dann kriege ich einfach mehr Einnahmen, Gold, einfach mal so, muss ich das Gebäude halt bauen. Man kann das Ganze auch automatisieren. Das kann man dann der KI überlassen, wenn man jetzt damit gar nichts am Hut hat. Man möchte lieber rumstreifen und kämpfen und Armeen erledigen, Städte erobern. Und die Stadtbauerei ist dann einfach zu langweilig, dann kann man das auch automatisieren. Sollte man nur ab und zu mal reingucken, um zu schauen, ob die KI dann eben auch das baut, worauf man dann Wert legt. Man kann das Ganze auch dann, wenn man zum Beispiel gar keinen Bock drauf hat oder man hat alles schon gebaut oder es ist eigentlich so wichtig, einfach sagen, produziere einfach nur Handelswaren und dann wird einfach nur Gold produziert. Das kann man auch machen, wenn man will. Was auch noch wichtig ist, ist dann hier das, die Bevölkerungswachstum. Da kann man auch noch was machen. Je mehr Bevölkerungswachstum man hat, desto schneller kann das Gebiet hier wachsen. Weil die Städte an sich, die wachsen nicht einfach mal so und graben sich immer weiter aus, sondern wir müssen drumherum Provinzen erobern. Also die Grenzen hier, diese Gebiete, die man hier so sieht, das sind immer alles Provinzen. Und wenn meine Bevölkerung wächst, kriege ich immer wieder die Möglichkeit, eine weitere Provinz um meine Stadt herum zu annektieren. Und zu meinem Gebiet zu machen. Jetzt sehe ich erstmal, wenn ich rauszoome, nur dieses Gebiet hier. Und das gehört alles zu meiner Stadt. Sternkamp. So, das ist dieses hier. Und das nächste Gebiet hier, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, meine Bevölkerung ist jetzt gewachsen, ich kriege einen Punkt dazu. Davon wird man beim Programm informiert. Dann kann ich sagen, ich möchte jetzt zum Beispiel dieses Gebiet hier haben. Das ist sehr lukrativ. Hier gibt es ein Eisenlager. Das gibt mir plus 10 Produktion. Dann könnte ich hier eine Mine bauen. Ich kann aber auch entscheiden, möchte ich einen Steinbruch lieber bauen oder möchte ich eine Försterei bauen, weil es hier auch Bäume gibt. Je nachdem, was ich jetzt am liebsten hätte, weil die gibt dann zusätzlich auch noch Nahrung. Oder möchte ich nur auf Nahrung setzen, Produktion ist mir eher, habe ich genug. Dann kann ich hier auch eine Mühle bauen, zum Beispiel eine Farm.
und setze hier voll auf die Farmeinkünfte. So, und sobald ich hier was ausgewählt habe, gehört dieses Gebiet zu meiner Stadt und produziert für mich. Gleich ist dann hier mit diesem Gebiet. Hier gibt es zum Beispiel eine Weidefläche, die gibt uns, wenn wir dieses Gebiet hier annektieren, so heißt das, dann nochmal plus 10 Nahrung. Mehr als normalerweise das wäre. Und hier haben wir eine Goldquelle, das heißt, wenn wir das hier annektieren, dieses Gebiet, würden wir zusätzlich Gold bekommen. Also Bevölkerungswachstum am Anfang, würde ich sagen, sollte man schon machen, damit man hier schneller wachsen kann, weil diese Gebiete, die man einmal hier annektiert hat, die gehören dann einem auch. Hier, wenn man drauf geht, sieht man auch Ansprüche auf diese Provinz. Das ist immer hier eine Provinz, halt Arix Rex, das ist unser Held. Kann auch sein, wenn wir rumwandern, dass eben andere Gegner, weil wir haben um uns herum auch andere Reiche, ähnlich wie wir, die mit uns spielen, neutrale oder auch feindliche Reiche, die haben auch Ansprüche auf Gebiete und kann sein, dass einer zum Beispiel hier in Nebel des Krieges verborgen ist und in diese Richtung wächst und auch Ansprüche auf dieses Gebiet stellt. So, dann haben wir da schon mal ein Problem. Deshalb, je schneller wir hier wachsen können, am Anfang desto besser. Und sehr viele Städte braucht man meistens auch nicht. Von daher kann man sich da auf diese Gebiete so konzentrieren. Und was sehen wir jetzt hier alles so? Hier haben wir einmal natürlich unseren Helden und unsere ersten kleinen Armee. Das ist am Anfang erstmal immer unser Held. Dann haben wir immer eine Unterstützungseinheit. Das ist hier der Sonnenpriester. Der hat meistens magische Fähigkeiten. Der gibt dann einen Fernkampfangriff und kann heilen. Und meistens noch irgendeine Sonderfähigkeit, die dann zum Volk gehört. Dann haben wir hier einen Nahkämpfer, den Morgenrotverteidiger und immer noch einen Bogenschützen. Das ist immer eine gute Mischung und ich denke, so eine gute Mischung sollte man auch immer darauf achten, damit das ausgewogen ist und man für alle Fälle vorbereitet ist. Also einen Bogenschützen sollte man immer dabei haben, finde ich, weil mit Fernkampf kann man manche Gegner schon auf größere Entfernung einfach erledigen. Da muss man sich gar nicht damit rummühen. Die können wir dann hier einfach rumlaufen lassen. Hier mit den anklicken, Kollegen. Dann kann man auch alles drehen mit der Maus. Ganz einfach. Und hier sieht man dann immer, wo kann der hinziehen. Mit dem gelben und mit dem roten. Da wäre die Runde dann zu Ende. Das heißt, hier sieht man immer, wo kann ich jetzt hinlaufen. Und dann, wenn ich einen Rechtsklick mache, läuft er in dieses Gebiet. Und dann ist Ende. Man kann auch sagen, ich möchte gar nicht mehr weiter. Dann kann man hier auch klicken und sagen, warte eine Runde, mach erstmal nichts. Dann bleibt er da einfach stehen. Und das war's. Das gleiche kann ich dann hier mit der nächsten Einheit machen. Am Start hat man immer eine kleine Armee und einen Speer. So, unser Speer hier, den kann man auch nochmal boosten später durch Zauber, dass er eine bessere Sicht hat und schneller ist. Den kann man dann hier, man sieht schon, er hat eine größere Reichweite als unser Held. Hier rumschicken und der spät dann aus, was gibt es hier so, was ist in der Nachbarschaft, gibt es hier irgendwo Dinge, die, für die wir uns interessieren können. Auf Straßen hat er natürlich eine höhere Reichweite als jetzt durch Wald oder Gebirge. Das hält die dann immer ein bisschen auf. Können wir mal sozusagen hier gucken, was um die Ecke ist. Dann würde ich da mal hinreiten. Zack. So, hier haben wir schon mal wieder was gefunden. Hier ist ein Wissensvorrat. So, hier findet man auch wieder, das ist so Heroes of Might and Magic-like, immer wieder Dinge auf der Karte, die versteckte Schätze sind, die kann man manchmal einfach erobern, wie zum Beispiel den Wissensvorrat, das heißt, man bekommt Wissen dafür, also für Forschungspunkte kostenlos oder Gold oder sowas ähnliches, Mana, Nahrung, das kann man alles dann so finden. Manchmal stehen aber allerdings auch feindliche Einheiten drauf, die das, diesen Schatz dann bewachen. Dann muss man dann kämpfen, das ist dann so wie hier. Sieht man es auch so, vielleicht so ein bisschen, der steht hier auf sowas drauf. Hier ist nämlich auch ein Wissensvorrat und der bewacht den. Das heißt, wir müssen um diesen Vorrat erstmal mit diesem Maulwurfsfuzzi hier kämpfen. Wenn wir den haben wollen, der tut aber sonst nichts. Man muss es nicht. Man kann erstmal warten, bis die eigene Armee stärker geworden ist und den dann fertig machen. Weil diese Einheiten warten immer, bis man sie angreift. Also man kann drum rumziehen, da passiert nichts. Das ist nicht so schlimm. So, das heißt, den können wir am nächsten Zug hier hingehen lassen. Wenn man sich mit dem, was haben wir hier? Ein Untergrunddurchgang, okay. Also man kann hier auch in den Untergrund gehen. Es gibt zwei Ebenen in dieser Karte. Also nicht nur hier die oberflächliche, sondern hier sieht man auch schon mal so kleine Sachen. So,
als kleinen Anhaltspunkt, wo ist hier was? Da kann man sich schon mal in eine gewisse Richtung orientieren. Hier gibt es auch noch eine Unterwelt. Diese Unterwelt kann man betreten durch die Unterwelt, Untergrunddurchgänge und hat dann nochmal andere Möglichkeiten, durch Höhlen und Dungeons zu reiten und zu kämpfen und dort ebenfalls Eroberungen zu machen. Dazu muss man dann durch diese Durchgänge hier durch. So, und wenn man jetzt mit dieser Erkunderei nicht so viel am Hut hat oder möchte es lieber automatisch machen lassen, dann kann man das auch. Dann macht man einfach hier einen Klick drauf und dann erkundet die Einheit ganz automatisch die Karte und meldet sich dann erst, wenn irgendwo was ist, ein Ereignis, ein Hindernis oder sonst was. Oder sie wird angegriffen. Also mit Kämpfen sollte man mit der Einheit jetzt hier nicht, dafür ist sie viel zu schwach. Die kann sich zwar auch wehren mit ihrem Bogen, aber das ist keine Kämpfeinheit. Die ist dafür nicht geeignet. So, was sehen wir jetzt hier noch alles von unserem Interface hier? Uns das hier mal so alles ein bisschen angucken. Die Stadtansicht haben wir ja schon mal gesehen. Ich würde jetzt hier als erstes ganz am Anfang nochmal einen Nahkämpfer rekrutieren. Hier haben wir noch was Gold. Dann ein bisschen was produzieren, damit wir auch ein bisschen weiterkommen. Da wir hier relativ viel Wald auch um uns herum haben, wäre es eigentlich gut, wenn wir die Produktion auch boosten können, damit wir die nächsten Gebäude schneller bauen können. Das dauert zwar ein bisschen mit 8 Runden. Danach können wir alle anderen Gebäude, die jetzt auch hier 8 Runden stehen, aber schneller bauen. Das heißt, der könnte dann 6 oder 5 Runden nur brauchen. Das sollte man am Anfang dann auch machen. Damit wir schneller forschen können, könnte man danach eine Bibliothek bauen. Was haben wir hier? Das gibt uns mehr Mana. Mana können wir auch gebrauchen fürs Zaubern. Das gibt uns Bevölkerung. Das würde ich das als nächstes machen, das Lagerhaus, damit wir hier schnell auf die nächsten Punkte kommen, um hier die nächsten Provinzen annektieren zu können. Man kann mehrere Sachen immer machen, um dann sozusagen das in Auftrag zu geben. Das kennen wir auch aus Civilization. Sobald das hier, der Steinmetz, dann fertig gebaut wurde, wird automatisch dann das nächste gebaut, was man hier in der Reihenfolge hat. Und dann würde ich als letztes, wir haben ja auch nicht mehr so viel Gold, diesen Verkäufer machen, damit wir in den nächsten Runden, wenn der fertig gebaut ist, hier mehr Einnahmen haben. So, dann haben wir sozusagen da unseren Grundstock schon mal gesetzt. So, und was wir jetzt hier dann noch sehen, außer den hübschen grünen Bäumen und der Wiese, das ist hier unser Interface. Da haben wir hier einmal oben Wissenspunkte. Das ist für unsere Forschung. Je mehr Wissenspunkte, desto schneller können wir neue Zauber erforschen. Dann haben wir hier das sogenannte Imperium. Da kriegen wir plus 40 immer dazu erstmal. Das ist so, ja, wie Prestigepunkte in anderen Spielen oder Reichspunkte oder sowas. Das ist so eine Art Währung, die sich durch unseren Einfluss, durch die Größe unserer Stadt und so weiter generiert. Und mit diesen Imperiumspunkten können wir dann einerseits auf einen eigenen Forschungsbaum unsere Stadtentwicklung pushen. Wir können damit aber auch Gegner beeinflussen, ja, Diplomatie zum Beispiel, oder auch fremde Städte beeinflussen. Das wird dann fast wie eine Währung benutzt. Also das ist relativ wichtig, darauf zu achten, dass immer genug Imperium da ist. Dann haben wir hier die Flüstersteine. So nennt sich das. Mit Flüstersteinen kann man gegnerische oder neutrale Partner beeinflussen. Sowas wie ein Palantir, zum Beispiel Herr der Ringe. Das ist ein Flüsterstein, den gibt man einem, zum Beispiel an einer befreundeten Stadt, wenn man die unterwegs irgendwo gefunden hat. Die kann man hier, wenn man auf der Karte findet, nämlich auch neutrale Städte finden. Diese Stadt kann man dann mit einem Flüsterstein den Herrscher dort beeinflussen. Man nimmt mit dem Kontakt auf und nach kann man durch diesen Flüsterstein Einfluss auf den nehmen und dann vielleicht sogar erreichen, dass diese Stadt dann sich uns anschließt, unser Vasall wird, wir von dort Ressourcen, Gold bekommen und er uns auch im Kampf unterstützt und dann zu unserem Reich gehört. Die kommen, fallen allerdings nicht vom Himmel. Am Anfang hat man erstmal immer nur einen, da muss man sich dann halt aussuchen, für welche Stadt möchte ich das jetzt benutzen. Später kann man weitere generieren. Dann haben wir hier die Anzahl der Städte, die wir momentan mit unserem Volk bauen können. Das sind jetzt 3. Ist aber nicht so schlimm. Wie gesagt, in dem Spiel muss man nicht endlos Städte bauen, um zu wachsen. Das ist hier gar nicht so nötig. 3 reichen eigentlich hier so ziemlich aus, weil man ja Provinzen umherum annektiert, mit denen man dann wächst. Die produzieren dann die verschiedensten Dinge. Hier kann man auch noch spezielle Gebäude manchmal bauen. Also die Stadt wächst durch die Umgebung. Deshalb
brauchen wir nicht unbedingt hier ganz viele Städte. Wir breiten uns eh automatisch aus. Und wenn man weiter weg ist von der Stadt, kann man dann auch noch Außenposten gründen und von dort aus weiter wachsen. Aber das ist nochmal was anderes. Hier machen wir was. Okay. Ah, hier sind noch ein paar Sachen. Meistens am Start sind immer ein paar nette Sachen um einen herum, damit man es ein bisschen einfacher hat. Vor allem jetzt hier auf der Anfangskarte. Also hier haben wir auf jeden Fall Gold und Eisen. Hier haben genug Wald. Also damit können wir schon mal gut starten, unsere Stadt ausbauen. Dann haben wir hier unseren Goldvorrat. Da sieht man erstmal das, was wir aktuell in der Kasse haben. Das ist nicht mehr viel. Und wie viel wir in jeder Runde dazu bekommen. Momentan plus 125. Das generiert sich einmal durch die Einnahmen durch die Stadt, die wir momentan haben. Wenn wir zum Beispiel jetzt dieses Gebiet hier mit der Goldmine annektieren würden, würden diese Einnahmen natürlich steigen. Und durch die Einheiten, die wir jetzt haben, die Krieger, sinkt dieses Einkommen nochmal um 36 Gold. Also müssen wir einmal gucken, dass man hier nicht zu wenig hat. Sonst kann man irgendwann bestimmte Dinge nicht mehr machen. Zum Beispiel seine Außenposten erstellen. Die kosten auch immer Gold. Oder neue Einheiten rekrutieren. Dann geht dann irgendwann das Geld aus. Also hier sollte man ein bisschen drauf gucken natürlich. Aber eigentlich ist es relativ einfach, hier Ressourcen zu bekommen, damit das Einkommen wächst. Dann haben wir hier das Mana. Das brauchen wir zum Zaubern und zum Beschwören von Einheiten. Und das ist dann unser Weltkarten-Zauberpunkte. Die brauchen wir dann, um auf der Karte oder im Kampf dann Zauber einsetzen zu können. Und dann haben wir hier noch, welche Affinitäten wir haben. Hier kann man also noch was über unser Volk dann lesen. Hier sind Ordnungsaffin. Das ist die Ordnung, ist die Kraft, die dem Kosmos im Leben eine sterbliche Struktur verleiht, verbunden mit Licht, Glauben, Gerechtigkeit und anderem, dem Regieren vom Reichen. Im Gegensatz zum Chaos. Das gibt es natürlich dann auch. Das ist wahrscheinlich bei den Orks mit drin. Und hier Materiumsaffinität. Das kann man sich dann auch nochmal alles durchlesen. Hier haben wir dann nochmal eine Enzyklopädie. Hier kann man sich nochmal ganz viel durchlesen. Was ist jetzt was? Was hat mit was, warum, weshalb, wieso zu tun und beeinflusst wen und wie und warum? Also, ja, da kann man sich ja richtig mit austoben. Und hier haben wir dann nochmal ein bisschen ausführlicher die ganzen Sachen. Hier haben wir dann unsere Forschung, also wofür wir hier diese Wissenspunkte brauchen. Hier können wir arkane Forschung betreiben, also Magieforschung. Magie ist sehr wichtig im Spiel. Heißt, hat ja nicht umsonst Magic im Namen. Wir haben jetzt ein bestimmtes Buch, aus dem wir diese Zaubersprüche lernen können. Insgesamt steht das auch nächstes Buch in 4 Forschungszyklen. Also wenn wir noch 4-mal was hier erforscht haben, kommt das nächste Buch dran. Du musst dir vorstellen, wir kriegen immer wieder ein Grimoire, das wird zufällig ausgewürfelt, vorgelegt und daraus können wir uns dann Zauber aussuchen, sobald wir hier einige Sachen erforscht haben. Insgesamt gibt es 54 Bücher, dementsprechend auch sehr, sehr viele Zauber, die sich teilweise gegenseitig ergänzen, aufheben, Synergien bewirken. Also da kann man sich auch ganz schön austoben und das, glaube ich, da braucht man auch schon Zeit, bis man da kapiert hat, wie komplex das Ganze ist. Also gibt es wirklich die tollsten Sachen. Da hat man sich sehr viel einfallen lassen. Und sieht man ja auch schon, wenn man so ein bisschen drüber hafert, immer, was das alles geben kann, auf wen das beeinflusst und so weiter und so fort. Zum Beispiel dieser Zauber hier, der hätte jetzt zum Beispiel, wenn wir den erforschen, nur auf Stangenwaffeneinheiten und Schildeinheiten, Schockeinheiten, Kämpfer und Plänkler einen Einfluss, zum Beispiel dann eben nicht auf Bogenschützen. Wir haben davon aber nur eine bisher in der Armee, nämlich den Morgenrot-Verteidiger. Das wird auch immer hier dann angezeigt, wie viele Einheiten hier betroffen sind. Wenn man diese zum Beispiel gar nicht hat, kann man sich den Zauber im Grunde auch sparen, weil das wäre dann verschwendet. Aber so kann man immer sehen, okay, das würde jetzt alle meine Bogenschützen betreffen. Cool, benutze ich gerne, habe ich viel, machen wir das. Muss man natürlich dann gucken, bringt mir das dann überhaupt was. Das ist dann auch ein Stufe 2 Zauber. Dann haben wir hier die Verdammung. Gegner leiden dann 15 Geistschaden. Also gibt es ja nicht nur körperlichen, magischen Schaden, sondern auch psychischen Schaden. Wird hier Geistschaden genannt und dann wird der Gegner mit verurteilt belegt, wenn er noch getroffen würde. Das heißt, er hat minus 3 Statuswiderstände. Also alle Stati, die er so hat gegen diese oder jeden Effekt, Nahkampf, Ferngraf-Angriff oder was auch immer, die werden dann geschwächt. Also im Grunde der Gegner kriegt einen psychischen Schaden ab und wird dann dazu noch geschwächt. Wenn er natürlich einen guten Verteidigungswert hat gegen Geistangriffe, hat man natürlich dann Pech gehabt, aber so ist das hier auch. Es kann zum Beispiel auch Angriffe mit
Feuer, Eis mit Elementen geben und gegen diese Angriffe Feuer, Eis, Wasser und so weiter kann man natürlich auch wieder Immunität aufbauen. Also alles hat ein Für und Wider. Hier haben wir dann inspirierenden Choral, das heißt Einheiten in meiner Nähe bekommen plus 10 Moral und sind gestärkt. Also hat man für Verteidigung, für Angriff oder für logistische Sachen oder für Dinge auf der Karte immer wieder verschiedensten Zauber, die man sich aussuchen kann. Hat man genug Mana, kann man das auch nochmal neu würfeln, dann wird das hier neu gemischt, weil das immer zufällig erstmal gezogen wird. Dann kann man sich hier auch die Bibliothek angucken, das sind die ganzen Bücher, die es hier so gibt. Buch der Kryomantie, Buch der Seelen, Buch der Nekromantie und hier gibt es alle möglichen unmöglichen Zauber, die man sich dann angucken kann. Also das ist schon wirklich sehr umfangreich hier. Dann haben wir hier dann ja, unsere Reisentwicklung. Die ist allerdings jetzt noch nicht verfügbar. Müssen wir erst nochmal drei Runden machen. Dann gibt es hier Diplomatie. Wenn wir hier andere Herrscher kennengelernt haben, mehr oder weniger zufällig positiv oder aktiv gefunden, dann stehen die hier in der Liste. Dann kann man hier sich die verschiedenen freien Städte anschauen, wenn man die schon gefunden hat. Oder mit welchen Völkern man dann schon Kontakt hatte. Wir sind ja erstmal nur die gläubigen Tigraner, mehr andere kennen wir nicht. Dann haben wir hier Aufträge. Manchmal gibt es bestimmte Aufträge, die man im Laufe des Spiels bekommt. So in kleinen Events oder muss zum Beispiel 5 gegnerische Einheiten töten oder irgendjemanden finden oder Geld spenden oder was auch immer. Dann steht das dann hier oder hier stehen dann auch die Siegbedingungen drin. Also man kann die militärisch, expansionistisch mit Magie oder nach Punkten siegen. Gibt also verschiedene Möglichkeiten. Man muss also nicht einfach gucken, ich muss alles erobern, ich muss alles platt machen. Nein, muss man nicht. Gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Kann auch durchaus friedlich spielen, wenn an die dauernden Kämpfen nicht so liegt zum Beispiel. Man ist eher vielleicht eher doch der Baumeister und möchte viel Magie können und was das auch immer. Da kann man sich auch austoben und wenn einem Kämpfe so langweilen, muss man das auch nicht unbedingt haben. Die kann man auch automatisch auswürfeln lassen. Also ist alles möglich. Man kann auch eben Gegner überreden durch Diplomatie und die Städte dann erobern. Oder die einfach zu Freunden machen. Hier gibt es also viele Möglichkeiten. Finde ich auch ganz gut. Dann hat man, hier kann man nochmal nachlesen, was man alles so gemacht hat. So ist für jeden dann wirklich was dabei. Dann haben wir hier eine Heldenübersicht. Das ist, bisher haben wir ja nur einen. Später kann man hier noch eine ganze Reihe anderer Helden haben, die dann eben Armeen anführen können oder Städte regieren. Die können auch ins Gefängnis landen. Die können also auch gefangen nehmen von Gegnern, wenn wir leider Pech haben und wir verlieren komplett mit unserer Armee oder so, können die auch gefangen genommen werden oder auch sterben. Die kann man dann mit speziellen Zaubern oder mit Eigenschaften, die man sich dann freischaltet später, auch aus der Gruft wiederbeleben. Dann haben wir hier magische Materialien. Das ist das nächste, was man hier so findet. Ebenso wie diese Goldmine hier oder wie diese Eisenmine hier, kann man auch magische Materialien hier in der Landschaft so finden. Magische Quellen. Und diese magischen Quellen haben dann verschiedenste, ja, Fokuskristalle, Eilbeeren, Astraltau oder was auch immer. Wenn man Glück hat, zum Beispiel Arcanium-Erz. Das heißt, wenn man das hat, dieses Material, dann werden Einheiten 25% billiger. Die kosten also weniger Gold, wenn man sie rekrutiert. Hier, wenn man diese Fokuskristalle findet, so eine Quelle, dann erhalten alle Einheiten, die man hat, 10% mehr Erfahrung, weil durch gewonnene Schlachten gewinnen unsere Einheiten Erfahrungspunkte und steigen dann durch im Rang auf, werden also stärker. Man kann ihnen zusätzliche Skills geben, die zum Beispiel in Verteidigung oder in Angriff stecken, sodass sie zum Beispiel Bogenschützen noch stärker schießen, mehr Schaden machen, genauer zielen. Das kann man durch diese Punkte dann bekommen. Auch für unseren Helden gilt das. Das kann man alles durch diese Materialien bekommen. Die wird man aber kaum alle finden. Die wird man sich nach und nach dann auch durch Handel zum Beispiel besorgen müssen, wenn man das möchte. Dazu wird man aber allerdings auch immer einen Preis zahlen. Also das ist dann nicht umsonst, aber wenn man zum Beispiel genug Gold hat, kann man einen Handelsvertrag mit einer befreundeten Stadt machen und sich zum Beispiel diese Eilbeeren hier dann handeln. Dann sieht man hier eine Übersicht unserer Städte, was da gerade im Bauauftrag ist, aber ja, wir haben ja jetzt erstmal nur eine. Ja, das ist alles. Mehr wird man da wahrscheinlich erstmal auch nicht sehen. Dann sehen wir, wie viele Armeen wir haben.
Hat man mehrere, hat man hier natürlich eine schöne Übersicht, dann kann man direkt da hinspringen. So, und dann sieht man auch, welche Einheiten dann drin sind. Also ziemlich fix in der Übersicht, ist jetzt nicht so tragisch. So, und das war's denn jetzt erstmal. Dann haben wir hier rechts nochmal Dinge, die aufploppen, um die wir uns kümmern sollen. Hier haben wir zum Beispiel Tooltips, die können wir uns dann anschauen. Bliblablo, was soll ich hier und da machen? Hier kann man nochmal nachlesen, was ist alles passiert, wer hat wem in welcher Schlacht gewonnen, was hat man bekommen, was hat man getan. So, was ist hier noch? Verwaltung deiner Städte, bla bla. Locations and Bauwerk errichten. Ja, das gehört zum Tutorial, das haben wir aber schon längst gemacht. Und hier soll man jetzt unsere Forschung festlegen. Was da hier mit der Heilung? Verdammung. Die machen 10% mehr Schaden. Da würde ich mal inspirierenden Choral nehmen. Wir halten hier nämlich nicht nur mehr Moral. Unsere Einheiten werden gestärkt, so nennt sich das. Das heißt, die bekommen plus 10% Schaden. Das ist übrigens 5-mal stapelbar. Man kann also das mehrmals hintereinander, wenn man Zeit hat im Kampf und genug Mana, das 5-mal auf seine Einheiten werfen und die dann ordentlich boosten. Dann werde ich das mal erforschen als nächstes. Und wenn wir hier auf das grüne Knöpfchen drücken, ist unsere Runde erstmal beendet. Ist ja ein Rundenspiel. Das heißt, jeder macht seine Züge, macht seine Planung, schickt seine Einheiten rum, baut. Und wenn man dann fertig ist, nichts mehr kann oder nicht mehr will, drückt man aufs Knöpfchen und dann ist die Runde beendet. Und dann wird berechnet, wie es hier weitergeht. Das Ganze kann man allerdings auch online mit Freunden spielen. In Mehrspielerpartien, das geht also auch. Wir spielen hier jetzt am Anfang natürlich nur erstmal gegen den Computer. Hier sieht man dann auch erstmal, der und der Gegner macht dies und jenes. Das wird dann später mehr. Wir kennen ja noch nicht so viel, die werden dann auch nicht angezeigt. So, alle haben jetzt ihren Zug gemacht. Hier steht Befehl erforderlich. Das heißt, klar, wir haben jetzt unseren Einheiten noch nichts gesagt, was sie tun sollen. So, mal gucken, wir können jetzt hier auch nochmal ein bisschen rumlatschen. Ja, mal gucken, was ist hier. Ah, guck mal an. Hier haben wir auch wieder Gegner. Sind 3 Einheiten. 2 Stufe 2. Ja, ich glaube, die sind uns erstmal überlegen. Da würde ich mal die Finger von lassen. Der steht auch wieder auf dem Schatz. Eine Goldader. Okay, die ist besetzt. Sieht man hier auch. Sobald wir den hier weggescheucht haben, also gekillt haben, können wir diese Goldader dann, wenn wir diese Provinz hier kriegen können, dann auch beanspruchen. Da müssen wir erstmal was für tun. Dann machen wir die nächste Runde. So, der nächste Tag bricht an. Ich wollte meinen Speer hier. Also mal hier hinreiten. So, dann haben wir da schon mal den Zug gemacht. So, jetzt haben wir es frei. So, das ist die Reichsentwicklung. Also wir sehen jetzt nicht in Path of Exile, dafür sieht es auch viel zu klein aus. Hier kann man dann seinem Reich dann noch zusätzliche Boni vergeben. Dafür braucht man dann eben auch diese Imperiumspunkte hier. Und je nach Affinität, wir haben ja gesehen, wir sind hier so ein Volk, das Ordnung mag, haben wir es in bestimmten Richtungen leichter. Zum Beispiel hier. Hier haben wir auch schon Fortschritt gemacht. Hier könnte man zum Beispiel jetzt was freischalten. Das ist jetzt die Ordnungsaffinität. Dann gibt es hier die allgemeine und hier die Materiumsaffinität. Die haben wir ja auf unserem Volk auch. Das heißt, hier geht unsere Entwicklung relativ schnell. Hier ein bisschen langsamer. Und das sind so Sachen, die allgemein sind. Die hat jedes Volk gleich. Da geht es um Sachen wie zum Beispiel Seefahrt. Hier können wir buddeln. Wir können also zum Beispiel plündern, wenn wir das freischalten. Hier können wir Straßen bauen mit Einheiten. Das sind eher so allgemeine Geschichten. Hier können wir nochmal einen Flüsterstein bekommen, wenn wir das erspielen. Wir müssen dann halt 100 Imperiumspunkte dafür ausgeben. Da sieht man auch immer, dass man hier 18 Runden warten müsste. Und so weiter und so fort. Hier haben wir dann Chaos-Affinität für Völker, die eher chaotisch sind, Schatten oder Astral-Affinität. Die werden wir erstmal hier jetzt
nicht bekommen, weil wir sind ja eher in einer anderen Richtung unterwegs. Wir können uns zum Beispiel, wenn wir jetzt direkt Punkte ausgeben wollen, das hier holen. Das heißt, wenn wir eine Plage zerstören oder eine freie Stadt erobern, dann haben diese freien Städte für 10 Runden plus 300 Beziehungen. Das ist auch noch stapelbar. So, das heißt, diese freie Stadt generiert Beziehungspunkte. Das heißt, wir werden mit denen gut Freund sein und müssen uns da nicht mehr ganz so anstrengen. Das bekommen wir sozusagen jetzt fast schon gratis dazu. Der nächste kostet dann ein bisschen mehr. Da kriegen wir einen Flüsterstein. Halt dann, wenn wir das Ziel hier erreicht haben, können wir die nächste Stadt beeinflussen, wenn wir das möchten. Hier kommen wir dann, wenn wir einen Vasallen haben, also eine Stadt, die sich uns angeschlossen hat, von denen immer 10 Gold als Tribut pro Runde. Das ist ja auch nicht schlecht. Also wenn man so einen Vasallen sich generiert, das ist eigentlich schon sehr, sehr praktisch. Die muss man sich natürlich auch dann gut halten. Und was kriegen wir hier? Dann bekommt man zusätzliche Einheiten, die 20% mehr Erfahrung bekommen. Also man hat schneller eine Stufe 2 oder 3er Einheit. Das ist, muss man sich halt auch ein bisschen aussuchen, wo liegt hier so eher meine Ausrichtung. Was macht mir eher Spaß? Wo ist mein Spielstil? Interessiert mich das mit dem Vasallen und den Erobern von Städten überhaupt oder möchte ich mich in eine andere Richtung entwickeln? Hier hat man dann zum Beispiel mit Außenposten kosten weniger Geld und sind schneller gebaut. Das hier geht eher so in Richtung Provinzverbesserung. Hier bekomme ich mit 10% mehr Einnahmen für alle Städte, die eine gemeinsame Grenze mit der Thronstadt haben, also mit meiner Hauptstadt und so weiter. So geht das dann immer weiter durch und es wird dann natürlich auch immer teurer und ich brauche natürlich immer meine Imperiumspunkte dafür. Hier muss man immer erstmal gucken, was liegt einem und wo kann ich relativ schnell hin, ohne jetzt die Punkte zu verballern. Es lohnt sich aber durchaus, die auch erstmal ein bisschen anzusparen, weil mit diesen Imperiumspunkten, wie gesagt, kann man auch gegnerische Einheiten beeinflussen mit Diplomatie. Zum Beispiel, wenn man Geschenke macht, die versucht zu überreden oder wenn man eben versucht, Vasallen zu beeinflussen, dass sie auf die eigene Seite kommen. Dafür muss man auch Imperiumspunkte ausgeben und wenn man das schon alles verballert hat hier für vielleicht irgendwas, was gar nicht so wichtig ist, ist dann ein bisschen schade. Aber damit kann man sich dann auch mal befassen. Also hier gibt es wirklich einiges zu tun. Und hier können wir uns unseren Helden auch nochmal anschauen. Jeder Held hat sein individuelles Aussehen, hat noch ein Reittier bei, das kann man übrigens auch noch wechseln. Kann zum Beispiel sein, dass wir irgendwo in einem Dungeon Einhorn befreien oder sowas und dann können wir auf einem Einhorn reiten. Das ist dann ein bisschen schneller als das Pferd hier. Das ist also gar nicht mal so schlecht. Und diesen Helden hier, der hat jetzt so eine Ausstattung. Der hat zum Beispiel hier so ein Schild und ein Schwert. Das sieht man hier ja auch. Im Laufe der Zeit kann man noch zusätzliche Gegenstände gewinnen. Zum Beispiel durch Siege oder indem man die irgendwo findet. Und dann kann man noch zusätzliche Rüstungsteile hier drauf tun, zum Beispiel einen Helm, Stiefel, eine besondere Rüstung, einen magischen Ring. Der gibt uns dann nochmal zusätzliche Punkte, zum Beispiel in Verteidigung, in Angriff, Lebenspunkte, wie auch immer. Also hier kann man seinen Helden auch ausstatten mit neuer Rüstung und was auch immer. Das gibt nochmal zusätzliche Punkte und das sieht man dann auch. Also das hat auch immer eine optische Auswirkung. Man kann ihn auch optisch nochmal anpassen, wenn man das möchte. Man kann ihn hier irgendwelchen Schmuck verpassen. Überlange Arme machen, warum auch immer, den Körperbau verändern und was auch immer. Also das Spiel zeigt das auch immer direkt an. Man kann den Geschlecht ändern, den Namen und pipapo. Also der Möglichkeiten sind ja kaum Grenzen gesetzt. Da kann man sich richtig mit austoben, mit dem will ich mir jetzt aber nicht anlegen. Das wäre hier unser nächster Gegner, dann fahren wir erstmal hier hin. So, ja, wir können das jetzt hier machen. Ja, kostet ja jetzt nicht so viel. Deshalb machen wir das mal so. So, wie sieht es in unserer Stadt aus? Es dauert noch ein bisschen. Okay, wir kriegen bald die nächste Einheit. Und wir können die Bevölkerung schon mal wachsen lassen. Dann machen wir das mal. So, dann wollen wir die Runde mal beenden. Tada, Tag 4. Also die vierte Runde ist angebrochen. So, wir haben einen neuen... neue Einheit produziert. Die können wir dann
So, einfach mit einem Klick in unserer Armee mit aufnehmen und schon ist er dann drin. So, jetzt haben wir eine etwas stärkere Armee, das ist schon mal ganz gut. Der Choral braucht noch ein bisschen. Okay, eine Runde. Würde ich erst noch mal gucken, was wir so hier haben in der Richtung. Vielleicht ist hier noch irgendwas Spannendes. Man kann es vielleicht da ahnen, aber irgendwas ist da, sieht man allerdings nicht. Also es ist auch immer ein bisschen Erkundung, Abenteuer, Überraschung, was finde ich, was, wo. Das macht auch so ein bisschen einen Reiz aus, des Ganzen. Und hier sieht man auch dieses Gebiet, was wir jetzt hier haben, diese Provinz, da haben wir nur Anspruch drauf. Ist ja kein anderer, also es scheint hier auch erstmal kein anderes Volk in der Nähe zu sein, sonst würde man das da sehen können. Dann machen wir mal weiter. Hier ist Meer, okay. Kann auch sein, dass hier dann, dass hier nur ein See. Hier ist Küste. Ja, kann auch sein, dass die Karte da vielleicht das Ende ist und hier Meer ist, ne? Ist auch möglich. So. Hier reiten wir jetzt mal hier hin, dann holen wir uns 47 Wissenspunkte. Und dann gucken wir mal, was wir hier haben. Ah ja, was haben wir hier entdeckt? Okay, hier ist auch wieder eine Armee mit 3 Einheiten, 2 Unterstützungseinheiten, 2 Seels, also 2 Magier sind das im Grunde und Nahkämpfer und Fanatiker. Okay, was haben wir hier? Oh, ein entweihter Tempel. Das ist ein altes Wunder. Alte Wunder sind so besondere Orte, die in diesem Spiel, die geben einen besonderen Boni, wenn man sie findet. Steht auch immer ein Text dazu. Diese Boni sind unterschiedlich. Muss man gucken, ob man die wirklich gebrauchen kann. Entschuldigung. Hier kann man zum Beispiel eine neue Einheit bekommen, eine gesegnete Seele, das ist eine Schildeinheit, also Nahkämpfer, der besondere Eigenschaften nochmal hat. Man bekommt 2 Wissen pro Forschungsposten im Gebiet der Stadt dazu. Dazu muss man allerdings erstmal sowas bauen, einen Forschungsposten. Den kann man in der Provinz errichten. Man kommt hier noch verschiedene Boni dazu, 25 Mana, 5 Imperiumspunkte und dafür minus 5 Stabilität. Wenn man das Ding hier besetzt. Das muss man erstmal erobern. Man kann hier auch noch eine Belohnung von Gold bekommen. Und wenn man sowas erobert, wenn das hier steht, ein Geheimbonus, kann sein, dass hier zum Beispiel ein besonderer Gegenstand drin ist. Eine Rüstung, ein Schwert oder was auch immer. Das ist allerdings nicht einfach. Am Anfang würde ich da erstmal die Finger vorn lassen, sondern erstmal versuchen, die Armee zu pushen, dass sie stark genug wird, weil die sind immer sehr gut bewacht. Und hier sieht man anhand der Totenköpfe immer, wie stark ist die Armee, die da drin ist. Das ist jetzt 2. Die würden uns wahrscheinlich jetzt aufmischen. 3 ist schon echt hart am Brocken. Da hätten wir gar keine Chance. Jetzt momentan in unserer schwachen Armee, die noch keine richtigen Zauber kann, würde ich da auf jeden Fall drauf verzichten. Das würden wir gar nicht schaffen. Auch 1 wäre jetzt noch schwierig. Da müssten wir erst noch weitere Zauber uns beschaffen. Dann haben wir erst was davon. Also erstmal die einfachen Gegner machen. Zum Beispiel sowas, wo nur 1 oder 2 Einheiten sind. Und wenn man die besiegt hat, gewinnt man auch genug Erfahrungspunkte, dass man aufsteigt. Und nach bekommt man eine stärkere Armee, dass man sich dann auch sowas hier holen kann, wenn man das überhaupt will. Kann auch sein, dass man mit diesem Boni da gar nichts anfangen kann. So. So, wir haben eine neue Fertigkeit, die wir uns holen können. Wir kriegen noch einen neuen Früsterstein. Brauche ich jetzt aber überhaupt nicht. Wir können jetzt hier mit Schiffen was machen, brauche ich aber auch nicht, da wir überhaupt keine Küste jetzt erstmal haben. Und okay, hier könnten wir mehr Einkommen kriegen. Außenposten sind billiger, das wäre vielleicht auch nicht so ganz uninteressant. Also zum Beispiel, wenn wir hier so ein Gebiet haben, könnten wir hier einen Außenposten bauen, weil wir nicht nah genug an der Stadt sind. Wenn wir jetzt zum Beispiel mit unserem Bevölkerungswachstum hier was annektieren möchten, geht das nur in nächster Nähe. Wenn wir allerdings wollen, wir wollen jetzt in diese Richtung auch weiter wachsen, können wir dort einen Außenposten errichten. Für den müssen wir allerdings bezahlen. So, wir können jetzt hier dieses Gebiet zum Beispiel sagen, ich möchte hier eine Mine bauen, dann kriegen wir 10 Gold. Dann machen wir das jetzt hier, weil unsere Bevölkerung jetzt groß genug dafür ist. Dann sieht man auch auf der Karte, aha, das Gebiet ist jetzt zu unserem, zu unserer Hauptstadt zugeschlagen worden, das ist jetzt unsere neue Provinz. Sieht man auch eine gemeinsame Grenze. Und das generiert für uns jetzt zusätzliches Gold. Wir sind bald reich. Sehr schön. So. Wir haben jetzt einen neuen Zauber erforscht. Sehr schön.
können jetzt einen Fanatiker beschwören. Das ist eine Einheit, die wird jetzt einfach hier auftauchen, wenn wir das machen. Und den können wir dann auch hier in unserer Armee integrieren, wenn wir das möchten. Wir haben eigentlich Mana. Genug. So, der inspirierende Koran ist auch erforscht. Das heißt, die haben jetzt wieder einen schönen Zauber. Dann haben wir hier was Neues. Stufe 3 Zauber. Schlummernde Verzauberung. Das ist eine Einheitenverzauberung. Okay, damit könnten wir unsere Einheiten Boost geben. Mit schlummernden Eigenschaften. Dann haben wir hier Abwehrsiegen. Damit boosten wir nochmal Heilungszauber. Wir kriegen 20 temporäre Trefferpunkte dazu. Und wir haben einen größeren Widerstand. Oder das hier ist was für Speer. Wenn wir das erforschen, das kann man dann auf. Damit kann man Speer verzaubern, die dann durch zwei Sichtweite dazu bekommen. Abwehr finde ich immer ganz gut. Ich bin eher ein bisschen defensiver unterwegs. Ob die Speer jetzt einfällt, mehr oder weniger gucken. Ja, dann laufen sie halt ein bisschen. Muss man sich überlegen, wie man das will. Wenn der Speer jetzt zum Beispiel hier steht und hat diese Eigenschaft, könnte sein, dass er das auch schon aufdeckt. Da muss man halt sich ein bisschen weniger bewegen, aber er hat meistens genug Bewegungspunkte. Ja, ist noch alles nach Geschmack. So, wo ist denn so einer hier? So, wir können ja mal gucken, ob wir mit dem hier kämpfen können. You're about to enter combat. So. Take some time to look around. Ja, ja. So, dann haben wir hier jetzt unseren Kampfbildschirm. Hier sehen wir dann die Armee, die sich gegenüberstehen. Hier haben wir jetzt zwei Einheiten. Hier haben wir jetzt unsere Einheiten. Dann wird schon mal vorkalkuliert vom Spiel. Ist es ein sicherer oder ein knapper Kampf? Das dürfte ein relativ sicherer Kampf sein hier, das Ganze. Dann kann man sich das entweder manuell machen, dann kämpft man per Hand gegen diese Einheiten oder automatisch. Wenn man auf diese Kämpfer gar keinen Bock hat, kann man das so machen. Oder die Einheiten sind so schwach, man möchte sich da jetzt nicht Zeit verschwenden. Die Chancen sind eh sehr, sehr gut, dass wir gewinnen. Dann kann man auch sagen, wir machen automatischen Kampf, sparen wir ein bisschen Zeit. Wenn es eher so auf der Kippe ist, sagen wir mal so 50-50, würde ich auf jeden Fall das immer manuell machen. Weil die KI letztendlich würfelt die auch ein bisschen und kann durchaus sein, dass selbst wenn es hier ist, also sagen wir mal, wir haben eine 60%ige Gewinnchance. Das heißt noch lange nicht, dass wir wirklich gewinnen, sondern es gibt immer noch eine 40%ige Chance, dass wir auch verlieren. Oder dass wir eben Verluste erleiden und die tun vielleicht weh, weil wir eine gute Eliteeinheit vielleicht verloren haben. Ist auch nicht so schön. Muss man sich auch überlegen, aber bei so knappen Sachen würde ich doch lieber das manuell machen. Sieht außerdem netter aus. Man kann sich allerdings auch zurückziehen, wenn man merkt, oh, da habe ich mich jetzt total verkalkuliert, der ist hier mit einer fetten Armee aufgezogen. Dann kann ich auch einfach abhauen und aufgeben. Wir machen jetzt manuellen Kampf. Labams. So. Der Verteidiger bewegt sich immer zuerst, der hat immer die Initiative. Wir sind der Angreifer, also wir sind noch nicht so früh dran. So, wir haben eine sehr schöne 3D-Karte, auf denen sich die Einheiten dann bewegen. Wir haben ja drunter natürlich auch wieder Hexfelder. Aber das Besondere hier in dem Spiel ist, dass wir halt sehr viel mit Gelände arbeiten müssen. Diese Felsen hier sind im Weg, das heißt, da kann man nicht durchschießen. Unsere Einheiten können nicht drüber laufen, die müssen drumrum. Auch hier diese Bäume und so weiter. Das heißt dann letztendlich, einerseits können wir das als Deckung benutzen, der Gegner aber auch. Und es kann passieren, dass wir uns gegenseitig ja auch vielleicht, wenn es gibt auch Karten, die relativ eng sind, wo viele Steine und Hindernisse sind, dass wir uns gegenseitig im Weg stehen. Also könnte es schwierig sein, zum Beispiel, dass Nahkämpfer sich gegenseitig beschützen oder sowas. Das bringt dann nochmal ein bisschen zusätzliche Taktik in das Ganze rein. Finde ich auch ganz nice. Also hier sehen wir dann unsere Gegner. Sind einmal hier diese helle Barriere. Unsere kleinen fiesen Maulwürfe hier. Hier sieht man auch die Reichweite von denen, wie weit die sich bewegen können. Also wenn man einfach immer so schön vormarschiert, kann passieren, dass man plötzlich in Reichweite von denen kommt, kriegt dann so auf die Mütze. Also da muss man schon ein bisschen gucken. So, jetzt haben wir hier unsere eigenen Einheiten. Wir haben hier unseren, hier sieht man es auch immer an Symbolen, unseren Nahkämpfer, unseren Fernkämpfer, unseren Helden. Wir haben hier links die Moral, die Einheit hat, und rechts
hier in diesem Bogen die Lebenspunkte. Beides sollte man im Auge behalten. Ist hier nichts mehr da, ist der andere tot. Ist hier nichts mehr da, will die Einheit nicht mehr so wirklich kämpfen. Also Moral ist durchaus wichtig. Mit der Moral kann man aber auch arbeiten, wenn man Einheiten hat, die Gegner zum Beispiel verfluchen und die Moral sinken, kann man den Gegnern sozusagen damit auch zur Aufgabe ein bisschen zwingen. Dann haben wir hier die Eigenschaften, die diese Einheit so machen kann. Der kann also hier angreifen, macht dann bis zu 10 Schaden. Das heißt nicht, er macht immer 10 Schaden, sondern kann auch weniger sein. Dann haben wir hier eine Verteidigungsposition, die er einnehmen kann. Und man kann ihn drehen. Das heißt, er nimmt eine bestimmte Ausrichtung an. Bei dem Spiel ist auch zusätzliche Taktik eben, dass man Flankenangriffe machen kann. Diese Flankenangriffe, wenn man zum Beispiel einen Gegner jetzt von der Seite oder von hinten angreift, gibt das zusätzlichen Schaden. Da hier dieses Drehen. So, wir haben jetzt hier einen Nahkämpfer. Der hat eine recht gute Reichweite. Den würde ich erstmal nach vorne gehen lassen. Dann würde ich dahinter meine Bogenschützen stellen. An der Hand der Punkte oben sieht man immer, wie viele Aktionspunkte man hat. Man hat immer 3 und jede Aktion kostet einen Punkt. Es gibt manchmal Spezialfähigkeiten für den Bogenschützen zum Beispiel oder bestimmte Einheiten, die eine Spezialfähigkeit haben. Das kann doch schon mal sein, dass die 3 Punkte kosten. Das heißt, die Einheit kann man nicht mehr bewegen, die kann dafür aber einen ziemlich fetten Angriff starten oder sowas. Muss man dann darauf achten, dass nicht, dass man sich dann wundert, warum kann ich jetzt nicht mehr ziehen. War leider der Spezialangriff. Aber man sieht es ja hier eigentlich ganz gut angezeigt. Man muss halt einfach nur schauen. Da zeigt einem das Spiel schon, was man da eigentlich machen kann. Der wird wahrscheinlich stark auf uns zugehen, vermute ich mal. Nehme ich hier mal unsere Magier hin. Denn die nächsten Schwertkämpfer schicke ich mal hier nach vorne. Unser Held ist ja ebenfalls ein Nahkämpfer. Den stelle ich mal hier hin. So, okay. Na. Okay, die werden im nächsten Zug rankommen. So. Dann haben wir hier mal Aufstellungen genommen. Haben wir hier noch einen Punkt? Ja. Aber bringt jetzt zunächst da irgendwas zu machen. So, jetzt können wir noch. Der hat jetzt noch einen Aktionspunkt. Jetzt könnte man zumindest noch eine Sache oder 2 machen mit dem. Heilen brauchen wir jetzt gerade nicht. Was wir hier machen können, wir können uns in eine Verteidigungsposition begeben. Das heißt, wenn jetzt ein Gegner uns angreifen würde, weil er in der Nähe ist, wir können jetzt eh nichts mehr machen und ihn nicht angreifen, dann können wir sagen, wir gehen in Verteidigung. Dann wird es für den Gegner schwerer, uns zu treffen. Wir haben plus 2 Verteidigung. Wir nehmen dann also dann 2 Trefferpunkte dadurch ab. Und wir sind immun gegen Flankierung, diese Einheit zumindest. Das heißt, er kann jetzt von rechts, von hinten nicht noch zusätzlich Schaden machen. So, dann kriegt er seinen Verteidigungsbonus. Das machen wir mit den anderen jetzt auch. Also wenn ich noch Punkte übrig habe, wir könnten nur... Ich lasse den mal da. Geht auch in Verteidigung. Wenn die Bogenschützen auch da hinstellen. Der kann eh nicht auf dieses Feld. Und auf da. Gut, dann stellen die mal rein. Gehen auch in Verteidigungsstellung. So, gucken wir mal, was der Gegner macht. Ja. Wir haben noch Aktionspunkte, ist klar. So, der geht in den Schildwall. Die Gegner können das gleiche machen wie wir. Die haben auch Punkte, die sie vergeben können für Aktionen, für Zauber, für Boni. Genau wie wir das auch. Die können auch in Verteidigungsstellung gehen. Also was wir tun können, gilt auch immer für den Gegner. Das muss man auch bedenken. So, hier sieht man dann die Einheiten. Dann sehen, wie aggressiv der ist. Bis jetzt noch nicht. So, wir sind noch nicht in Reichweite für unsere Bogenschützen. So, was wir machen können allerdings mit unserem Helden, wir können ein bisschen zaubern. Wir haben jetzt 2 Zauber, die tauchen dann hier in dieser Kugel auf. Wenn wir noch einen dritten erforscht hätten, würde er hier erscheinen. Wir haben allerdings momentan nur 2. Was können wir hier machen? Alle Einheiten erhalten 2 Zeno-Moral und bekommen gestärkt. Das heißt, sie würden mehr Schaden machen.
So. Ja. Machen das mal. Dann ziehe ich unsere Unterstützer hier mal in die Richtung. Dann würde ich die mal... Ich glaube, der wird als erstes die auch nochmal boosten. So, ihr rückt mal eins vor hier. Wie ist noch da? Und du noch da. So. Ja. Ja, nicht, dass die hier um die Ecke kommen. So, der kann auch einen Fernangriff machen, der ist aber zu weit weg. Ja, bringt nichts. Gut. Jo, dann können wir nichts weiter machen. Nächste Runde. Okay. So. Aha, okay. Gut, die greifen meine Fernkämpfe an. Da habe ich die Reichweite von ihnen unterschätzt. So, viel Schaden. Bringt jetzt nichts. Wir parieren auch, also wenn uns einer angreift, schlagen wir auch immer zurück. Also es könnte auch so sein, dass der Gegner sich dann so verschätzt, dass er mich angreift, ich schlage zurück und er geht dann drauf. So was kann dann auch passieren. So, jetzt müssen wir erstmal sehen, dass hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der hier so lang geht, aber gut. Dass wir den hier fertig machen. Der ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Das ist auch die gefährlichere Einheit hier. Allen. Ja. Warum eigentlich noch nicht? Wir ziehen uns hier erstmal zurück. Ja, dann kriegen wir einen Gelegenheitsangriff, sind aber erstmal aus der Reichweite von dem Vogel hier. Dann greifen wir mal an. Haben noch Aktionspunkte, ja. So. Dann kommt hier unser Nahkämpfer zum Zug. Der wehrt sich natürlich. So. Den haben wir aber schon gut runter jetzt hier. Oben an den Symbolen kann man immer sehen, wie weit wir oder der Gegner sind von den Lebenspunkten. Den haben wir schon mal gut zusammengedübelt hier. Fernangriff. Na? So, Streiftreffer. Das heißt, er hat nicht ganz getroffen, sondern so ein bisschen daneben geschossen. Darum gibt es auch nicht die vollen Schadenspunkte. So was kann auch passieren. Ein Feld. Ja. Wir haben noch genug Magie, ne? Aber ich kann sie mir auch erstmal aufsparen. Und dann greife ich mit unserem Helden hier auch nochmal an. So, und noch einmal. Sehr schön. So, die Maulwürfe haben schon mal eins auf die Nase bekommen. Ja, das sind die Zauber, die wir einsetzen können. Jetzt mal weiter. So, der greift mich jetzt nochmal an. Also noch fiese Maulwürfe. Das war aber nicht sehr klug von ihm. Ich muss schon mal direkt eins auf die Nase bekommen. So, die sind schon ziemlich runter. Das heißt, die würde ich mal heilen. So. Nehmen unsere Bogenschützen und machen den mal. Bisschen fertig hier. Zack. Schön. Der ist schon auf die Hälfte dann runter.
Dann greifst du hier mal an. So, der kriegt jetzt Fettschaden, weil wir den sozusagen von hinten angegriffen haben. So, den packen wir uns jetzt. Den haben wir vernichtet. So. Und wir hier greifen jetzt ihn an. Wenn hier so ein Totenkopf-Symbol erscheint, dann ist diese Einheit im nächsten Schlag gekillt. Also, das war das Ende dieser Schlacht dann. So, wenn der Finisher kommt, gibt es noch ein bisschen mäßige Zeitlupe. So, unser erster Sieg. Hey! Hier kann man sich auch nochmal eine Wiederholung ansehen. Oder wenn es in die Hose gegangen ist oder man hat zu viel verloren und sagt, hätte ich doch lieber anders gemacht, kann man das Ganze übrigens nochmal versuchen. Also, easy. So, wir haben jetzt die Schlacht gewonnen. Okay, wir haben diese 43 Wissenspunkte dafür bekommen. Und unser Held hat jetzt auch noch Punkte bekommen. Und wenn der Held dann noch aufsteigt, kann es sein, dass er noch zusätzliche Erfahrungspunkte bekommt, die man dann zum Beispiel einsetzen kann, dass er stärkere Angriffe machen kann und so weiter und so fort. Also, man kann hier viel machen, man hat hier viel zu tun. Alles auch voll noch optisch, finde ich das sehr schön gestaltet. Was gibt's hier? Schäfchen. Und ja, das war jetzt nur mal so ein bisschen was zum Zeigen, was das Spiel so kann, wie das hier aussieht, wie die Kämpfe so laufen, was man hier so machen kann. Letztendlich müssen wir versuchen, unser Reich zu vergrößern. Ja, hier sieht schon aus, als wäre hier... Hier ist Lava. Das wäre irgendwas Finsteres. Ja, und man sieht, wenn wir unseren ersten finsteren nächsten Gegner hier erreichen. Bis hier sind wir hier noch relativ allein. Wundert mich eigentlich, sonst ist mal irgendwo noch eine freie Stadt in der Nähe. Und dann können wir da anfangen, die zu erobern. So, alles sehr nett animiert. Hier sieht man eine Mine, die kleinen Wagen, die rumfahren. Die Schäfchen laufen hier über die Karte. Später kann man auch hier Monster sehen, Drachen und was auch immer. Also wie gesagt, ist auch ein Fantasy-Spiel. Hier sieht man im Nebel schon mal hier so, dann kommt eine Burg raus. Also alles sehr schön gemacht, finde ich. Sehr tiefsinnig das Spiel. Man kann sich aber auch, man hat alle Freiheiten. Möchte man das wirklich komplex machen? Möchte man sich nur auf den Städtebau und die Expansion konzentrieren? Möchte man lieber herumreisen, Schätze finden, möglichst viele Kämpfe machen? Möchte man versuchen, mit Diplomatie Gegner auf seine eigene Seite zu ziehen, Bündnisse zu schmieden? Man kann, ja, hunderte von Zauber erforschen. Man kann seinen eigenen Helden gestalten, sein eigenes Volk bis in die kleinste Kleinigkeit mit allen Eigenschaften festlegen. Man kann auch damit auf die Nase fallen, das kann auch überhaupt nicht funktionieren. Man hat alle Freiheiten, man kann auch immer wieder neu anfangen, würde ich so empfehlen. Am Anfang kann auch sein, dass es zäh wird, dass man nicht so erfolgreich ist, dass man vielleicht auch verliert. Dafür hat man aber genug Maps und genug Möglichkeiten, einfach auszuprobieren, eine neue Taktik zu wagen oder vielleicht findet man an was anderem Geschmack, einem anderen Volk, mit anderer Ausrichtung. Und man spielt immer gerne die Elfen, aber hier entdeckt man dann vielleicht in dem Spiel was Neues. Also man hat alle Freiheiten. Man kann sehr viel in die Tiefe gehen. Man kann aber auch ein bisschen Oberfläche spielen. Man kann, ja, tausend Sachen machen. Ist allerdings eben dann kein Spiel, das man jetzt so in einem 3-4 Tagen mal durchzockt. Das ist ein Zeitfresser, hier braucht man viel Zeit. Hier gibt es auch immer wieder Events. So ein bisschen wie Crusader Kings, wo dann bestimmte Dinge auch passieren, wo man Missionen erfüllen kann, eine Tochter befreien oder irgendwelche Plünderer besiegen und was auch immer. Also sowas passiert dann auch. Da kann man auch immer abwägen, möchte ich das nicht. Man sieht dann auch immer in den Eventkarten, welche Auswirkungen das Ganze hat, positiv oder negativ, auch ähnlich ein bisschen wie Crusader Kings. Das Spiel hat sich da auch das eine oder andere ein bisschen abgeguckt und vereinigt so von mehreren Spielen so das Beste mit einer sehr schönen Grafik, würde ich mal sagen. Ja, und das ist Age of Wonders 4, ein sehr kurzweiliges auf der einen Seite, aber auch sehr tiefgehendes Spiel, das einen ja, ziemlich auffrisst. Das ist so eins von den Spielen, und sagt, komm, noch eine Runde, jetzt noch eine Runde, jetzt die Runde noch kurz und dann höre ich auf, aber die Runde noch und dann ist 3 Uhr morgens. Also, ne, hier muss man sich ein bisschen am Riemen reißen, aber es macht auch Spaß. Das Ganze hier rauszufinden und seinen Stil zu finden und in die ganze Welt hier, was hier überall versteckt ist, an Schätzen, an Ereignissen, an
Höhlen an Monstern, das hier zu finden. Das hier war nur ein ganz kleiner Teil, den wollte ich euch mal zeigen. Und ich muss sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und bye bye.